Hat dein Kind auch manchmal Schwierigkeiten, zum Beispiel die Zahlen 54 und 45 voneinander zu unterscheiden und verwechselt sie öfter mal? Lass uns hier in diesem Video anschauen, was du da machen kannst. Hallo, mein Name ist Diana Wegel und in meinem virtuellen Klassenzimmer kannst du dein Kind begleiten, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Ja, hier in diesem Video möchte ich mit dir über das nicht selten vorkommende Phänomen sprechen, dass Kinder in der zweiten Klasse anfangen, die Zahlen zu vertauschen und so wird dann schnell mal aus einer 45 eine 54. Warum ist das so? Nun, dazu muss man festhalten, brauchen wir wieder eine ordentliche Portion Verständnis für dein Kind, denn die deutsche Sprache macht es einem da wirklich nicht so leicht. Hat dein Kind bisher immer schön brav gelernt, von links nach rechts zu schreiben, weil so einfach die Schreibweise genormt ist, will es das natürlich auch bei 45 tun. Nur führt das hier leider nicht zum Erfolg, denn die Zahlen schreiben wir ja so, dass vorne die Zehner kommen und dann die Einer. Wenn wir die Zahl aber sprechen, sprechen wir zuerst die Einer und dann die Zehner. Und das kann sehr schnell verwirrend werden für dein Kind. Und jetzt an dieser Stelle, wenn Kindern das passiert, höre ich häufiger, dass der Tipp ausgesprochen wird, naja, merke dir einfach, dass du die Zahlen von hinten nach vorne schreiben musst. Das, du hörst es wahrscheinlich schon raus, ist kein Tipp, den ich empfehlen würde. Denn nehmen wir zum Beispiel mal die Zahl 156.248. Hat dein Kind verinnerlicht, Zahlen immer von hinten nach vorne zu schreiben, wird es bei dieser Zahl überhaupt nicht mehr wissen, was es wann zuerst schreiben soll. Deswegen wollen wir, dass dein Kind direkt, wenn dieses Problem auftaucht, es direkt dort richtig zu machen. Wie können wir das richtig machen? Nun, dazu müssen wir uns erstmal bewusst sein, dass es Kinder gibt, die haben überhaupt gar keine Schwierigkeit, 54 und 45 zu unterscheiden. Ja, warum ist das so? Nun, das ist so, weil die Kinder eine klare Mengenvorstellung von der jeweiligen Zahl haben. Und es ist ganz wichtig, dass auch dein Kind so eine sichere Mengenvorstellung hat. Wenn dein Kind jetzt die Zahl 54 hört, dann soll es nicht einfach nur eine 5 und eine 4 hören, sondern es muss sich die Menge 54 vorstellen können. Wenn wir also die Menge 54 sprechen, dann muss dein Kind automatisch im geistigen Auge sehen können, okay, das hat 5 Zehner, die 54, und hat 4 Einer. Bei der 45 ist es ganz genauso, nur hat diese 4 Zehner und 5 Einer. Ja? Ganz wichtig, dass dein Kind eine Vorstellung hat von diesen Zahlen. Wie können wir das jetzt also üben? Dein Kind muss die Zahlen nicht einfach nur als Zahl in Form von Ziffern sehen, sondern immer auch als Mengendarstellung und auch in dieser Schreibweise. Dein Kind muss auch angeben können oder ihm muss bewusst sein, dass 54 aus 5 Zehnern und 4 Einern besteht und die 45 hingegen aus 4 Zehnern und 5 Einern. Dein Kind muss also flexibel zwischen den einzelnen Darstellungsebenen wechseln können und diese alle im geistigen Auge abrufbereit haben. Das ist aber leider nicht immer gegeben. Deswegen liegt es doch nahe, genau das einmal zu trainieren. Und dafür habe ich dir heute was mitgebracht. Ich habe dir ein paar Mengenkarten erstellt. Und wenn du magst, ich packe sie dir unten in die Beschreibung rein, kannst du dir sehr gerne einfach ausdrucken und zu Hause mal mit deinem Kind ausprobieren. Die Mengenkarten sind nämlich genau so aufgebaut. Ich habe jetzt hier beispielhaft einfach mal welche rausgesucht. Es gibt Mengenkarten, da steht die Zahl in der Form der Ziffern drauf. Wir haben Mengenkarten, da steht die Zahl als Wort drauf. Wir haben Mengenkarten, wo das im Stellenwertsystem geschrieben wird.
Und wir haben Mengenkarten, wo es direkt als Menge abgebildet ist. Und hier habe ich dir mal vorbereitet, findest du unten in der Beschreibung, verschiedene Zahlenpaare, die häufig bei Kindern zu Verwirrung führen. Und jeweils zu jeder Zahl habe ich dir diese vier verschiedenen Darstellungsarten mitgebracht. Und da kannst du einmal dein Kind die verschiedenen Memory-Karten entweder sortieren lassen oder ihr spielt Memory oder bestimmt fällt dir irgendetwas anderes ein, wo dein Kind hier ganz spielerisch üben kann und so mit der 54 nicht einfach nur eine 5 und eine 4 verbindet, sondern eine ganz klare Vorstellung hat, wie die 54 jetzt mal als Beispiel aufgebaut ist. Das kannst du sehr gerne mal ausprobieren und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie das geklappt hat und ob dein Kind jetzt dann vielleicht schon etwas sicherer ist, da drinnen die Zahlen auseinanderzuhalten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, kannst du gerne so ein Däumchen nach oben drücken. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem nächsten Video wiedersehen. Vielleicht wäre auch das was für dich. Da zeige ich dir nämlich, wie dein Kind plus Aufgaben im Zahlenraum bis 100 sicher lösen kann. Bis dahin, mach's gut!